Ich bin Lena und ich bin 400-Meter-Sprinterin beim DGEWO Junior Team Berlin. Ich bin Laura, Auszubildende bei DGEWO und ich fordere heute Lena heraus. 3 Runden. Ein Ziel. Mehr Schritte sammeln als die andere. Die DGEWO Bewegungs-Challenge. Los geht's! Ich bin das letzte Mal, ich glaube, in der Grundschule Seil gesprungen. Das letzte Mal Seil gesprungen bin ich vor einem halben Jahr vielleicht. Ich fühle mich so semi-fit. Ich glaube, Seilspringen kriege ich sehr gut hin. Wie viele? 164? 166? Ich hätte nicht damit gerechnet, aber es war ein sehr knappes Rennen. Also es hat mir jetzt so einen kleinen Motivationsschub gegeben. Ich möchte gerne meinen Vorsprung behalten und gegen Lena auch diese Runde gewinnen. Das war eine Ansage. Ich mag diese Übung gar nicht. Es waren jetzt keine technisch sauberen, glaube ich. Aber es gab ja auch keine Vorgaben. In die Hocke ging es aber dann in die Höhe nicht mehr. Ich habe 207 Schritte. 231. Ja, ich bin zufrieden. Nein, ich wusste schon, dass ich da nicht sehr gut abschneiden werde. Ja, jetzt in der letzten Runde will ich den Vorsprung auf jeden Fall gerne übers Ziel bringen. Ich hoffe, ich kann noch aufholen. Die letzte Runde ist jetzt 1 Minute Freestyle und wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Hauptsache so viele Schritte wie möglich sammeln. Ich habe mich für die Leiter entschieden und werde Tippelschritte in der Leiter machen. Ich habe mich entschieden für den Hula-Hoop-Reifen. Ich werde ihn nicht ganz typisch benutzen, sondern einfach immer so Tipps vor und zurück machen. Ja. Ich habe 173 Schritte. Ich habe 328. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bin zufrieden, ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend. Das war ein spannendes Rennen gegen Lena, aber es muss man natürlich auch fair anerkennen, dass sie Leistungssportlerin ist. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Sie hat sehr gut mitgehalten. Es war auch für mich mal was Neues, gegen jemanden komplett anderen anzutreten, weil ich ja sonst nur gegen die aus meiner Trainingsgruppe oder so antrete. Bei mir war auf jeden Fall Ehrgeiz dabei. Ich wollte versuchen, an meine Grenzen zu kommen und ich bin mit meinem Ergebnis auch sehr zufrieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr könnt auch gemeinsam antreten. Und euch gegen andere Schulen betteln. Macht mit bei der DGEWO Bewegungs-Challenge 2023. Sammelt mit euren Schulen so viele Schritte wie möglich. Dafür habt ihr einen Tag Zeit. Schulen aus Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick können mitmachen. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr auf unserer Website. Meldet euch an!